Willkommen, willkommen. Ich bin in strahlendem Sonnenschein hier in München mal wieder draußen, denn hier kann ich wie immer schön meine Lautsprecher auspacken, denn ich habe mal wieder ein paar neue Sachen bekommen und zwar diesmal von Teufel, nachdem einer von euch gesagt hat, ja, der Boomster, der war eigentlich auch ganz schön, wenn ich den mal testen könnte. Nachdem ich den Bamster und den Rockstar im Hintergrund, wie ihr sehen könnt, mal ausprobiert habe, habe ich jetzt einen Boomster von Teufel auch gleich bekommen. Die hören natürlich auf euch und ich packe den jetzt mal aus für um die 300 Euro ist es nämlich ein wunderschönes, großes Gerät mit 16 Stunden Laufzeit und hoffentlich auch gutem Sound. Ich höre solche Dinge ja meistens nur auf dem Messen und da ist ja so viel Krach drumherum, dass ich dann das nicht so wirklich gut vergleichen kann. Wobei mein Dad hier auch immer gerne noch ein Veto einlegt, ob der jetzt gut ist oder nicht, weil er früher mal DJ und war und sogar selber mal Lautsprecher gebaut hat. Aber ich bin jetzt einfach mal gespannt, was man für 300 Euro in so einer riesen Verpackung bekommen kann. Denn die kleineren Bluetooth-Lautsprecher, die ihr im Hintergrund ja sehen könnt, die kosten ja auch um die 200 Euro. Und die waren schon richtig geil, aber in der Größe kann man fast schon nichts für den Preis, glaube ich, falsch machen. Und ich werde jetzt absichtlich nicht das Ganze mit dem JBL Extreme oder der Ultimate Mega Boom vergleichen, weil die sind zwar ähnlich vom Preis her, aber von der Größe her und von der Leistung her, was Sie jetzt so gelesen haben von dem Gerät hier, ist Teufel einfach viel weiter vorne und hat das Ganze zwar als mobiles Gerät ausgelegt mit bis zu 16 Stunden Laufzeit, aber eigentlich, glaube ich, für den Haupteinsatz zu Hause, glaube ich, erfunden. Und ich zeige jetzt deswegen die Verpackung noch nicht von außen, weil das natürlich noch nicht die Originalverpackung ist. So kriegt ihr dann zwar von Teufel zugeschickt, schon mal mit so einer Folie oben drauf, falls ihr zum Beispiel oben zu tief mit der Schere reingeht, damit die obere Seite der Verpackung nicht zerkratzt zum Beispiel. Und jetzt ist die Frage, wie kriege ich den hier raus, weil das hier oben jetzt eine schwarze Verpackung, aber wie ihr sehen könnt, da ist kein Haltegriff dran. Also muss ich den, glaube ich, jetzt einfach mal so auf den Kopf drehen. Mal kurz auf die Seite und da ist der schöne auch schon hier, der Boomster 2.1 Speaker, zwei Hochtöner, Mitteltöner und dann entsprechend noch ein Subwoofer integriert und es gibt den auch noch in XL Form, dann kostet glaube ich 500 Euro oder vielleicht sogar 600 und außenrum, ich schaue jetzt, was der so können soll, steht nur wieder Teufel auf der einen Seite drauf und das war schon keine fancy technischen Daten, Laufzeit, Watt oder ähnliches. Teufel vertraut euch da einfach, dass ihr mich und anderen Reviewern da vertraut, dass wir die Dinger gut testen und euch alles erzählen dazu oder dass ihr natürlich auf der Website alles lest. So, wenn wir ihn aufgemacht haben, als erstes gibt es hier, glaube ich, Kabel und weiteres drin. Das schauen wir uns gleich an, denn ich habe hier noch ein bisschen was zu lesen auch noch. Das ist natürlich der nicht so ganz spannende Teil. Hier wieder der Boomster, da könnte ich nochmal checken, was der so kann und worauf ich achten muss. Und dann kann ich ihn anfangen rauszuheben. So, die nächste Box auf den Boden. So. Und so. Und Folie. Folie, Folie, Folie. Wo gehst du auf, mein Schöner? Da oben. So. Erschrecken, das war das Radio. Ich dachte, das ist ein schlechter Horrorfilm. Nee, ich bin aus Versehen hier auf die Plus-Taste gekommen und ich glaube auch auf die An-Taste, denn das Ganze so oben touch und deswegen lief auch gleich los, denn natürlich ist das Boomster von der Boomster von Teufel natürlich gleich aufgeladen. So, vom Design her erinnert er ein bisschen an den Bamster Pro, heißt, wir haben so eine gleich schräge Anwinklung. Nach vorne hin kommt dann entsprechend der Sound hier über den Subwoofer unten raus, den man auch schön sehen kann und dann auch noch nicht unbedingt reinlangen sollte. Ich weiß nicht, ob ich das gut erkennen kann, aber in der Mitte ist der Subwoofer, mit dem ich auf jeden Fall gleich den Nachbarn, die ein kleines Häuschen bauen auf einem Baum, hier übertönen können werde. Aber wir haben hier auf jeden Fall oben so einen Griff dran, der ist aus Metall und schön festgeschraubt, heißt, ich kann den wunderbar hier festhalten und auch draußen in den Garten mit rausnehmen für Gartenpartys. Und der ist auch noch so ein bisschen hinten mit so Gummiüberzug bei allen Anschlüssen, aber es wird auf der Webseite nicht geschrieben, dass der wasserfest oder spritzwasserfest oder so ist. Kann ich jetzt allerdings so ein bisschen annehmen, sonst würden die das mit den Gummidingern hier nicht machen, außer natürlich für das Design.
Apropos Design, auf der Seite natürlich steht wie immer ein schönes Logo drauf von Teufel. Das sieht man hier ganz gut. Vorne auch nochmal ein Teufel-Logo. Und auf der anderen Seite dann auch nochmal das gleiche, was ihr gerade gesehen habt. Zeigen wir euch jetzt mal von oben. Viele Knöpfe, einmal an- und ausschalten, FM-Radio ist hier integriert, das habt ihr gerade gehört, das Rauschen, Lautstärke regeln, verbinden und so weiter und so fort, Modus und Bluetooth und so weiter kann man auswählen und auch drei Radiostationen einspeichern, was natürlich super ist, falls ihr mal auf der einen Werbung habt, könnt ihr nur kurz draufklicken, tippen und dann schon könnt ihr zum nächsten Sender rübergehen. Hier ist noch ein Subwoofer-Button, falls ihr den Subwoofer mit ein bisschen rausnehmen wollt, könnt ihr das entsprechend ausstellen. Ich sehe hinten gerade, ich stehe mal wieder auf. Und ich die Anschlüsse ein bisschen besser zeigen kann. Und zwar haben wir hinten eine Antenne, die wir hier rausholen könnten, damit das Radio natürlich einen besseren Empfang hat. Falls ihr den drinnen Infostation hier aufgestellt habt, macht das Sinn. Sonst immer wieder das Ganze aufzuwickeln und hier reinzutun. Wenn ihr den mit rausnimmt, ist es nicht ganz so cool. Dann ein USB-Anschluss, falls ihr euer Handy oder so aufladen wollt. Natürlich könnt ihr den Akku auch dafür benutzen, der integriert ist. Wie viel Milliampere weiß ich jetzt nicht genau. Das können wir vielleicht gleich in der Beschreibung nachlesen, beziehungsweise ich füge es mal in die Beschreibung unten hier bei YouTube ein. Wir können natürlich hier noch einen Kopfhörer anschließen. Beziehungsweise das rede ich, ist ein Aux-In, nicht Out. Also wir können ein externes Gerät wie ein iPod oder so anschließen, die kein Bluetooth haben. Und natürlich muss das Ganze auch irgendwann mal geladen werden, deswegen hier noch ein Power-Input. Das Ganze wird nämlich nicht über USB geladen, das würde ja sonst Tage dauern, denn der Akku hier drin ist bestimmt nicht klein bei der Größe von Lautsprechersystemen. Das gilt nämlich ja schon als 2.1-System, also könnte man das sogar als Fernsehlautsprecher noch mit dazu verwenden. Stellst du den mal hier hinten hin? Denn wir wollen ja natürlich noch sehen, was ihr sonst noch so dazu kriegt, außer einem Netzteil. Und ja, ich muss euch enttäuschen, ihr kriegt nur ein Netzteil dazu. Also, das brauche ich jetzt gar nicht weiter auspacken. Ich sage euch noch schnell, dass es ein 12-Volt Netzteil ist mit 4000 mA, also 48 Watt Leistung. So. Gut, machen wir wieder an. Da ist übrigens NFC noch oben mit dabei, habe ich gerade gar nicht gesehen. Also ich kann mein Samsung Galaxy S7 Handy gleich ganz einfach verbinden und die Musik für euch abspielen. So, ich tippe mal auf an. So, ich habe gewechselt auf Bluetooth von FM-Radio. Und ich halte jetzt mein Handy einfach hier dran, wo der NFC-Bereich ist. Pair with Bluetooth Device? Ja, natürlich. Und schon läuft die Musik. Cake by the Ocean, aber ich suche jetzt mal einen anderen Mix hier raus. Schönen Deep House Bass. Ich gehe mal hier wie immer auf volle Lautstärke in die Pause. Auf jeden Fall schon mal super ist, das Design. Also es gefällt mir vor allem deswegen, weil es zwar viel natürlich Plastik drumherum ist, das kann ja natürlich auch noch Holz sein, weil Holz leitet ja mal den Sound ganz gut weiter. Wobei
Ja, das wird wahrscheinlich hier Holz sein, aber unten drum auf jeden Fall Plastik. Aber das Schöne ist, wie gesagt, dadurch ist er leicht. Wir sehen können, ich kann den locker so ausstrecken mit dem Arm und ein paar Minütchen oder Sekündchen auf jeden Fall so halten. Also ist auf jeden Fall portabel. Er wirkt groß, aber ist nicht zu schwer. Also ist auf jeden Fall nicht viel schwerer als ein JBL Extreme. Ich glaube, die Verpackung selbst insgesamt, alles waren 3 Kilo. Also der Lautsprecher wird nicht mehr als, glaube ich, 2 hier wiegen. Und ja, der Sound überzeugt mich auf jeden Fall jetzt schon mal ganz gut, vor allem für den Preis finde ich ihn auf jeden Fall zum Beispiel besser als eine Mega Boom von Ultimate Ears. Aber das Problem ist natürlich, dass er viel größer ist als zum Beispiel so eine Mega Boom und ist natürlich auch nicht wasserfest offiziell. Aber was wir jetzt machen werden, ist mal das FM-Radio noch ausprobieren. Immer in Ruhe. Also bis man meinen Sender findet, nicht so leicht heutzutage, vor allem wenn das Kabel hinten komplett versteckt ist und die Antenne natürlich nicht viel Reichweite hat. Aber was ich einfach gemacht habe, ist die FM-Taste gedrückt halten, ist ja mal das Touch und dann scrambled einfach, also geht, denke ich mal, durch die Frequenzen durch. Ein Bildschirm oder so haben wir nicht, aber wenn ihr noch lange dann auf der 1 oder 3 drauf bleiben würdet, wenn ihr einen Sender gefunden habt, dann speichert ihr natürlich diesen Sender, indem ihr einfach lange drauf bleibt. Das kennt man ja von den Autoradios, ist ja auch so ziemlich ähnlich. Was mir jetzt gar nicht noch eingefallen ist, ich habe hier eine Sub-Taste, ich gehe mal zurück auf Bluetooth, nimm ein anderes Lied und ich mache mal gleich Bass an und aus, wenn das hier geht. Und ich glaube, dafür ist die Sub-Taste da. Der Taste passiert leider nicht allzu viel, aber ich würde den Bass auch nicht ausmachen, denn dadurch klingt der Lautsprecher eigentlich so ziemlich geil, weil es alles so schön ausgeglichen ist. Hier von Teufel der Boomstar. Gefällt mir auf jeden Fall, kann ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung auch geben für den Preis, wenn ihr nicht allzu kleines, was allzu kleines sucht. Und vor allem 2,99 Euro, der Preis ist gut und den gibt es auch in Weiß, gerade limitiert, habe ich gerade gelesen. Also auf jeden Fall auch mal reinschauen und vielleicht kriege ich auch mal noch den Boomstar XL, ein etwas größerer Variante von dem für doppelt so viel Preis, der sogar auch noch einen Akku eingebaut hat, aber da sagt uns Teufel nicht mehr, wie lange der hält. Und apropos, von unten schaut der so aus, hier sind so kleine Gummifüße dran, also die sollten hoffentlich auch nicht allzu schnell abgehen, der steht dann auf jeden Fall stabil auch da und auf jeden Fall immer so hinstellen, dann macht es am meisten Sinn, so auf die Rückseite oder natürlich auf die vordere Seite macht sowieso keinen Sinn. Das war es hier auf jeden Fall schon mal mit dem Teufel Boomstar. Wenn ihr das zugeschaut habt, unten findet ihr noch einen Link, damit ihr den auch gleich kaufen könnt auf der Teufel-Webseite. Und innerhalb von ein, zwei Tagen ist der dann auch gleich bei euch, soweit er natürlich auf Lager ist.